I want the top. All my people right there in the back of the spot. I need the top. Yo, servus Leute, was geht ab? Hier ist wieder euer Destiny am Start. Für euch erstmal das Headset richten, sage ich mal. Also, auf jeden Fall, was geht ab, Leute? Ich melde mich mal wieder nach, glaube ich, 3 Tagen oder so, wieder zurück mit einem neuen Video. Was ihr im Hintergrund sehen werdet, wird sehr wahrscheinlich, wenn das Commentary jetzt nicht irgendwie überlang wird oder überkurz, dann werde ich das Gameplay nehmen, was ich hier gerade auf dem Schirm habe. Und zwar ein Black Ops 2 Gameplay. Hardcore Herrschaft auf Nuketown. Ein 137:14. Ein Moment. Mit einer Abschusskette und 17.000er Score. Also schon angemessen, meine Freunde. Und ja, ihr fragt euch jetzt vielleicht auch, warum ich so ein Gameplay raushaue. Keine Ahnung. Ich muss ehrlich sagen, ich habe noch so viele Gameplays auch von Black Ops 2. Also Hardcore vor allem. Weil ich liebe ja Black Ops 2 Hardcore Herrschaft auf Nuketown. Dann ein paar Black Ops 1 Gameplays und noch ein paar ME2 Gameplays. Aber ich muss sagen, ich habe jetzt nichts Überkrasses mehr. Ich habe noch ein paar 100 plus Gameplays. Noch ein paar Double Nukes. 1-2 Stück, glaube ich. Oder 3-4, keine Ahnung. Aber mehr auch nicht. Und ich habe jetzt auch, glaube ich, seit 2 Wochen oder so wirklich nicht mehr aktiv gespielt. Ab und zu mal vielleicht mal ein oder zweimal noch eine Runde gespielt oder so. Aber ansonsten nur noch Dead Rising auf der One gespielt und sonst eigentlich gar nicht mehr so wirklich gesuchtet. Weil ich, ganz ehrlich, ich habe keinen Bock mehr überhaupt auf irgendeinen COD. Geht dem Kolibri so und auch vielen anderen Freunden von mir. Weil COD einfach ausgelutscht ist. Ich meine, ich kenne ME2 jetzt einfach in- und auswendig. Und ich habe letztes Jahr schon gesagt, wenn Ghost scheiße wird, weiß ich nicht, was ich machen soll, weil ME2 einfach langweilig ist. Ja, Ghost war einfach nicht mein Spiel. Und jetzt muss ich ja noch ein Jahr ME2 spielen. Deswegen, ja, wenn Advanced Warfare scheiße wird, höre ich sowieso auf mit YouTube und hier zu zocken. Weil es dann einfach nicht mehr bringt, weil noch ein Jahr spiele ich ganz sicher nicht noch ME2. Ich meine, ich habe eine scheiß Xbox One, ich habe mir die doch nicht für die Cuts gekauft. Aber egal, soll ja auch nicht das Thema sein. Also wie gesagt, 137 Kills, 17.000er Score, bla bla bla. Interessiert keine Sau, ich weiß. So, als Thema habe ich mir heute mal überlegt. Das wollte ich wirklich schon sehr, sehr lange mal machen. Meinen Musikgeschmack und warum ich denn überhaupt so die Musik höre. Wie ich dazu gekommen bin, dies, das, Ananas. Viele Leute meinen immer, ja, mach doch mal eine Playlist und bla bla bla. Ihr könnt auf meinen Channel gehen und ich habe sogar mehrere Playlists gemacht. Ich gehe gerade sogar mal selbst auf meinen Channel. Ich habe einmal eine Playlist, die hat aber jemand anderes erstellt, nur ich habe sie geliked. Die heißt A-Fucking-Sepp, also A-Sepp. Dann Tiger, die hat auch noch jemand gemacht und danach habe alle anderen ich gemacht. Also VSVP, Best Songs, Tivayo Gaddy, Relaxing Music, Ice Cube, Kid Ink, Tiger, bla bla bla. Also ein paar habe ich auch gemacht. Also könnt ihr einfach nachschauen. Ja, wie hat alles so damals bei mir angefangen? Also ich habe damals, bevor ich so angefangen habe, richtig Hip-Hop und so zu hören, habe ich, ich weiß nicht, ob die jeder von euch kennt, aber ich denke mal, einige müssten die kennen, sind schon sehr bekannt. Die Red Hot Chili Peppers gehört. Ja, war dann auch nach einer Zeit langweilig und irgendwie doch nicht so mein Ding. Aber die haben es auf jeden Fall schon drauf. Und ja, keine Ahnung, dann habe ich halt einfach so geschaut, dies, das. Ich meine, jeder hat vielleicht auch mal einen Künstler gehört, wo nur 2 Lieder krass waren, deswegen, was dann halt noch nichts Gescheites war. Ja, und ich habe dann ein paar Lieder so von Kid Ink und so durch meinen Bruder, der hatte Time of Your Life an. Und ja, genau, und dann so habe ich eigentlich so Kid Ink dann, entdeckt, aber so bin ich dann so in die Hip-Hop-Szene gerutscht, sage ich mal, ja. Ja, dann halt ein paar Lieder von Kid Ink angehört. Dann, ja, habe ich ja lange Zeit Kid Ink gefeiert, also hier an diejenigen, die mich schon lange abonniert haben, die sollten wissen, dass ich Kid Ink echt sehr gefeiert habe, so wie jetzt im Moment A$AP Rocky. Und, ja genau, dann habe ich halt auch ein Jahr oder so Kid Ink gehört, alle möglichen Lieder, und dann kam My Own Lane raus, das neue, oder das letzte Album jetzt von Kid Ink, wie gesagt, My Own Lane. Und ja, war jetzt irgendwie nicht so der Überbringer und ich fand es jetzt auch nicht so krass, waren halt so mehr so Liebeslieder, dies, das. Also ihr versteht schon, was ich so meine, so diese Softlieder, also eher kein Hip-Hop mehr, auf gar keinen Fall. Und ja, das, ich weiß nicht, er hat ja auch dann sogar so gemeint, die Leute, die meine alten Lieder feiern, die sollen doch meine alten Lieder einfach hören. Deswegen ist Schwachsinn, keine Ahnung, Kid Ink ist schon nicht schlecht und so, aber jetzt einfach mal nicht mehr so, ja, wie soll ich sagen, nicht so, wie ich ihn halt quasi kennengelernt habe oder wie ich ihn halt in Erinnerung habe. Und ich meine, ich habe mir deswegen gefeiert und jetzt fährt er halt eine andere Schiene und ist halt nicht mehr mein Ding.
Und ja, dann keine Ahnung, wie kam ich eigentlich auf A$AP Rocky? Der wurde, glaube ich, mir damals einfach mal so bei vorgeschlagen oder wird auch gerne gesehen, keine Ahnung, wie heißt das, rechts da an der Seite, ihr wisst schon, was ich meine. Und da wurde mir halt A$AP Rocky angezeigt. Und das erste Lied, was ich jemals gehört habe von A$AP Rocky, war Ghetto Symphony. Das habe ich gehört und im ersten Moment dachte ich mir so, ah, okay, nicht schlecht, bla bla bla. So, dann weiter Kid Ink noch gehört. Und ich glaube, bis vor 2 oder 3 Monaten dann, also ich höre schon A$AP Rocky schon länger, aber richtig feiern tue ich ihn erst seit vielleicht einem Monat oder so. Und ja, dann wie gesagt, so vor 3 Monaten oder so, dann habe ich dann A$AP Rocky so bei vorgeschlagen gesehen, dieses Lied, bla bla bla. Und dann habe ich mich mal halt intensiver mit ihm beschäftigt, mal alle Lieder gehört und ja, dann irgendwann kannte ich jedes Lied. Jetzt kenne ich definitiv jedes Lied, also ich kenne wirklich alle Lieder, die es gibt. Und ja, wie gesagt, dann halt jedes Lied angehört und ich denke mal, es wird bei jedem so sein, so wenn man ein Lied das erste Mal hört, achtet man so nicht auf die Lyrics, sondern eher so auf den Beat und sonst was. Ja, war bei mir am Anfang auch so, aber dann die Lieder halt immer öfter gehört. Also ich würde mal behaupten, ich habe jedes Lied von A$AP Rocky mal bestimmt 20 Mal gehört. Aber so Ausnahmen wie Long Live A$AP oder What's Up oder so, die habe ich bestimmt schon 100 Mal gehört. Ich meine, das sind Top-Lieder. An diejenigen, die die Lieder kennen, Props auf jeden Fall. Oder hier an Hannes Kolibri, der feiert ja jetzt auch seit kurzem A$AP Rocky, also What's Up. Giorgio, oder wie das ausgesprochen wird, ich weiß es bis heute nicht. Long Live A$AP. Also das sind auf jeden Fall, und halt What's Up und so, das sind halt schon die richtig krassen Lieder, die man sich auch mal öfter gibt. Und ja, wie gesagt, mich dann halt einfach mal näher mit ihm beschäftigt, so wo er herkommt, wie er heißt, warum macht er das, dies und das. Und ja, keine Ahnung, also ich finde, mir hat dann auch sein Style schon gefallen, jedes Lied. Ja, wie, man kann jetzt nicht sagen, ja, das ist ja schwierig zu sagen, aber wenn man zum Beispiel Kid Ink gehört hat, hat man schon direkt am nächsten Lied gehört, oh, okay, gut, das ist Kid Ink, ich weiß, wer das ist, bla bla bla. Und bei A$AP Rocky ist das auch so, aber er macht auf jeden Fall nie dasselbe Lied. Also es ist nie dasselbe, es ist immer was anderes und immer ist es ein richtig geiles Lied. Also das neueste Lied jetzt von A$AP Rocky ist ja Multiply und es ist seit langem mal wieder eine Single. Ich meine, es heißt zwar Feat Juicy J, aber er sagt am Anfang nur was und am Ende. Im Endeffekt ist es eigentlich eine Single. Und ja genau, als das Lied, das war ja auch richtig lustig. Ich bin morgens dann so um 9 Uhr oder so durch Zufall wach geworden und da sehe ich vor 30 Minuten hochgeladen Multiply. Ich dachte so, wow, 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 ach du Scheiße, ey. Erstmal direkt habe ich meine Bose-Boxen angemacht, direkt aufgedreht und ey, es war einfach so krass, ey. Also ich muss wirklich sagen, jedes Lied von A$AP Rocky unterscheidet sich einfach deutlich von einem anderen. Und ja, ich weiß auch nicht, wie ich so darüber erzählen soll, aber ich weiß auch nicht. Ich feiere halt A$AP Rocky einfach wegen seiner Art, weil er so, ja, wie soll ich sagen, weil er einfach komplett anders ist wie andere. Also es gibt, denke ich mal, kein Lied, was dem anderen ähnelt. Es gibt keinen, den A$AP Rocky nachmacht. Und ja, ich meine, seinen Style und so, den hat er ja jetzt nicht geklaut oder abgekupfert, aber er fährt ja so dieselbe Schiene wie zum Beispiel jetzt im neuesten Lied Multiplayer, da fährt man das wie Pimp C oder so, da habe ich mich auch informiert. Der ist sein Vorbild gewesen oder Juicy J damals war auch sein Vorbild. Also gibt es auf jeden Fall mehrere. Aber ich würde sagen, es gibt keinen auf der ganzen Welt, der sich auch nur annähernd so anhört wie A$AP Rocky. Die unterscheiden sich da schon komplett alle voneinander. Und ich meine, wenn man sich dann auch mal die Lyrics gibt und sich die durchliest, so wie ich das mache, also ich mache es immer so, wenn ich ein Lied, ich meine, jetzt kenne ich ja sowieso jedes Lied von A$AP Rocky. So, ich bin wieder da. War natürlich klar, ey, das geht mir so auf den Zack, solche Sachen, gell? Ey, meine Schwester fragt mich 100 Mal, ob ich irgendwo mit hin will. Keine Ahnung. Ich sag 10-mal nein. Und jetzt ruft sie mich gerade eben nochmal und fragt, ja, willst du sicher nicht mit? Oh mein Gott, ja. Egal, auf jeden Fall. Ja, jetzt mittlerweile kenne ich ja schon jedes Lied von A$AP Rocky, aber so nach dem zweiten Mal hören oder so habe ich mir dann natürlich auch immer die Lyrics gegeben. Ich meine, ich kann schon gut Englisch, aber alles versteht man auch nicht. Und dann redet er ja hier in seinem schwarzen Slang. In seinem Ghetto-Slang, da versteht man ja teilweise auch kein Wort. Und ja, dazu dann die Lyrics angeguckt und durchgelesen. Einige Lieder kann ich jetzt mittlerweile sogar schon auswendig. Und ja, keine Ahnung, also wenn man das erstmal checkt, über was der singt, also rappt, der tut ja nicht singen, der tut er schon mal gar nichts, also tun tut man gar nicht. Aber der singt ja nicht, sondern der rappt. So sollte es richtig sein. Und ja, ich weiß halt auch nicht. Das ist halt sowas Besonderes, über was er rappt. Und ich finde, eines der wichtigsten Sachen, was ihn auch so
besonders macht, ist einfach seine Stimme, dieses. Ja, man kann es nicht schon nachmachen, aber ich denke mal, jeder, der A$AP Rocky hört, der weiß schon, was ich meine. Und ich weiß halt auch nicht, seine Art einfach und sein Kleidungsstil sehr ausgefallen. Also für mich ist er einfach, ja, kein Vorbild oder so. Aber letztens haben es schon einige drüber lustig gemacht. So, Erik, du machst ja immer in WhatsApp so Bilder von A$AP Rocky und so einen Scheißdreck rein und einen Status. Ich meine, ganz ehrlich, Kid Ink habe ich gefeiert. A$AP Rocky feiere ich auch, aber das ist schon quasi fast wie eine Vergötterung, Mann. Vielleicht gibt es ja einige von euch, die auch jemanden, also so einen Artisten richtig krass feiern. Nicht so normal, so, oh, okay, ich höre ein paar Lieder. Ich meine, bei mir ist es ja sogar schon so weit, dass ich mir einfach Klamotten von dem kaufe. Nicht, weil er es anhat, sondern der hat ja auch einfach Stil und ja, keine Ahnung. Deswegen, ich kaufe mir auch teilweise schon Klamotten, weil die halt einfach geil aussehen. Ja, ich weiß auch nicht. Für mich ist er einfach der beste Rapper, weil, also der beste US-amerikanische Rapper, weil er einfach eine krasse Stimme hat, krasse Texte, krassen Flow, krassen Beat und einfach eine einzigartige Art. Ich treffe hier wieder die Wörter, das gibt's gar nicht. Und deswegen ist er für mich einfach der King, sag ich mal. Und jetzt nächstes Jahr soll ja ein neues Album von ihm rauskommen. Das heißt Sophomore. Ich glaube, so wird's ausgesprochen, ist irgendwie das zweite Studium bei was weiß ich, keine Ahnung. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Und deswegen, da bin ich auf jeden Fall richtig krass gespannt auf sein neuestes Album. Ey, das wird, denke ich mal, einige Mütter ficken. Nicht nur einige, sondern ich glaube alle. Und ja, das soll es jetzt soweit mit dem Thema A$AP Rocky gewesen sein. Es gibt auch noch ein paar andere, so wie Tiger und so, die ich feiere, aber ich würde jetzt mal behaupten, also ich habe jetzt halt das Commentary mal über A$AP Rocky und Kid Ink gemacht, weil das eigentlich so die, ja, wie soll ich sagen, die Leute waren, die ich am meisten gefeiert habe. Erst Kid Ink und jetzt halt A$AP Rocky über alles. Und deswegen hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Und falls ihr euch fragt, das hatte ich ganz vergessen zu sagen, warum die Tage kein Video kam. Ich meine, ich bin eigentlich keine Rechenschaft schuldig, aber ja, ich sag's mal so, ich hatte Führerscheinprüfung und ich habe sowieso in letzter Zeit keinen Bock mehr zu zocken. Und Videos, sag ich euch offen und ehrlich, mache ich auch nur, wenn ich Bock darauf hab. Und ja, ich hatte einfach keinen Bock und einfach, wie soll ich sagen, das hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber auch was Besseres zu tun. Ich meine, ich hatte Führerscheinprüfung, wollte mich darauf konzentrieren, dann lange gearbeitet, dies, das für die Schule gelernt, also auf jeden Fall genug zu tun gehabt. Und ja, den Führerschein habe ich bestanden. Falls es einige interessiert, sage ich mal. 18 bin ich ja schon, ich darf schon alleine rumdüsen. Auf jeden Fall schon chillig, sage ich mal. Ja, wenn ihr vielleicht etwas über die Prüfung oder so erfahren wollt oder wie das so alles abläuft, könnt ihr es ja mal in die Kommentare schreiben. Und ihr könnt auch mal ein neues Thema in die Kommentare schreiben, über das ich dann beim nächsten Mal reden soll. Ich weiß, das Commentary heute war vielleicht etwas anders und vielleicht auch nicht ganz so toll. Ich muss ehrlich sagen, ey, ich habe jetzt nur 3 oder 4 Tage nicht kommentiert. Ich bin so aus der Übung. Und ich wusste auch jetzt ehrlich gesagt nicht so, wie ich genau über A$AP Rocky reden soll. Aber einige haben halt gefragt, ja, was ist denn an dem so besonders? Warum feierst du denn den? Bla bla bla. Und deswegen habe ich gedacht, mach ich mal ein Video. Also egal, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch noch eine schöne, angenehme Woche. Und dann haut rein. Bis demnächst. Servus. I'm loaded.